Hi Leute, und ihr hört, meine Stimme ist fast wieder komplett repariert. Grüße, Genosse. Und das Orakel begrüßt uns direkt mit Grüße, Genosse. Ja, und um quasi dem Risiko entgegenzuwirken, dass ich wieder krank werde, werde ich schon eine Zigarette anmachen. Okay, und wir machen weiter bei Floyd. Lange genug ging es hier nicht weiter. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Ah ja, genau, weil ich krank war. Ich hab's ja vor 3 Sekunden gesagt. Ich weiß zwar kein bisschen mehr, was wir im letzten Part gemacht haben, und ich habe es mal nicht gut super vorbereitet, quasi mit E und J, aber ich habe eine Vermutung, weil wir müssen ja dieses Floyd-Ding, also wir müssen ja ins Ministerium für galaktische Unsicherheit, und das wird ja bewacht. Hol dir deine neue Metro-News! News! Und Metro-News! Den Typ da wegkriegen, der das bewacht. Und wir haben ja also schon seine Handynummer, die Floyd den ja schon klar gemacht hat. Du blöder Schrotthaufen! Ja. Klatsch. Dayo, daylight comes and we won't go home. Was? I can get no satisfaction. I can get no... Sam, halt die Klappe! But I try... I can get no satisfaction. Ja. Okay. Da, eine alte Zeitung. Die habe ich nämlich beim letzten Mal gesucht und entweder wurde sie nicht angezeigt oder... Die Titelstory handelt vom Rebellenangriff auf die Zentralkontrolle. Der Rest ist Werbung und Propaganda. Die nehmen wir nämlich jetzt mit. Gehen unserem jugendlichen Leichtsinn in den Zeitungszügen mal besuchen. Ach, ja, ja, och, ich freue mich so, wenn Floyd zu Ende ist. Ich will endlich mein neues Projekt anfangen. Ich habe 3-4 Folgen schon aufgenommen. Neues der Metro News! So. Grüße, Genosse. War ja fast richtig. So. Mysteriös! Bürger Kane wegen Gewichtsüberschreitung ausgelöscht! Sein letztes Wort, Rosebud! Bürger, das ist ein Zeitungsstand, keine Bücherei. Leg die Zeitung zurück oder bezahl sie. So. Neue Metro! Grüße, Genosse. Nur halt nicht die neue, sondern die alte. Mit dem Stapel. Ich leg sie dann mal zurück. Die zufällig genau die gleiche Größe hat und einfach mal nach unten geschoben wird. Und einen Kredit, wenn du eine kaufen willst. Danke, ich lass es wohl doch. Hol dir deine neue Metro News! Geizige Affe hier. So, jetzt können wir endlich mal schauen. Grüße, Genosse. Was hier so alles steht. Neue Zeitung. Okay, da ist ganz viel Werbung rausgefallen. Grüße, Genosse. Aber was viel wichtiger ist, ein Bild von uns. Werbung, 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 Zeitungsartikel. Okay. Und wenn ich das rechte mit der Kopf habe, dann können wir jetzt hin zu dieser komischen Luftdruckkammer gehen auf dem Aussichtsturm. Bürger von Metro Prime! Hier spricht euer aller Freund Omnibrain, um euch daran zu erinnern. Ja, um uns daran zu erinnern, dass er den Satz abgebrochen hat. Wir gehen jetzt da hoch. Wenn Floydine sich mal anstrengen würde. Und ich glaube, wie man überlegt. Also ich glaube, es sind noch maximal 10 Parts, die ich brauche. Wir befinden uns ungefähr auf der Mitte, schätze ich mal, der dritten CD. Ihr könnt das daran immer erkennen, wenn Floyd die Kleidung wechselt. Das ist so ein Zeichen, dass ihr auf einer neuen CD seid. Und ja, das ist ja jetzt das dritte Outfit, das wir haben. So. Oh nein, ich weiß, was ich vergessen habe. Grüße, Genosse. Moment. Wir müssen nämlich jetzt hier... Da ist er ja. Den haben wir ja doch geholt. Cool. Barhocker mit hier, was ja ganz zufällig hier gehighlightet wird. Hier, genau. Grüße, Genosse. Dann. Runterscrollen, genau. Ach, da ist er ja. Hüpfball. Zeugs. So. Grüße, Genosse. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, wie es weitergeht. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Ja, ich auch nicht, das hast du gut erkannt. Grüße, Genosse. Weil wir müssen irgendwie da diese Floyd-Figur hinstellen. Was haben wir denn hier noch? Wir könnten natürlich die Gefängniskluft vielleicht noch anziehen. Ja, klappt. So. Grüße, Genosse. Haben wir denn hier?
Der Hauptteil der Lokalnachrichten. Neue Zeitung, ja, das ist doch unser Foto. Ach. Das hat keinen Sinn. Nee, nicht so ganz, da hast du recht. Grüße, Genosse. Haben wir denn noch was? Ein Gotteskostüm? Miracle Mud? Eine Frisbee? Die ist, ach so, genau. Okay, das hier ein. Okay. Wenn wir nämlich jetzt das Ding hier zumachen. Das wird keinen Unterschied machen. Ach, dann drück halt den anderen Knopf und denk halt ein bisschen mit. So, mach's zu. Jetzt. Grüße, Genosse. Vielleicht können wir aber dieses Bild von Floyd statisch aufladen. Wenn wir das irgendwo ranreiben. Aber woran? Ich weiß es nicht. Da vielleicht? Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Ich auch nicht. Grüße, aber ich glaube, du wärst experimentierfreudig und du probierst es einfach mal, aber lass es einfach doch sein. Okay, jetzt nehmen wir nämlich dieses blaue Lampendeckelgerät. So, tun das auf die Luke. Und jetzt drücken wir mal den Schalter. Und ihr seht's, wenn wir jetzt da durchgucken. Ich kann die Luftschleuse von hier aus sehen. Ist noch gar nichts. Okay, wir müssen also noch schauen, dass da ein Foto von uns hängt. Also das Foto, was wir von Floyd haben, das muss da irgendwie angezeigt werden. Grüße, Genosse. Aber wie? Na los. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Cool. Ja. Grüße, Genosse. Okay, vielleicht mal gucken, was auf dem Infoknopf steht. Cool. Ja, ins Ministerium hier immer noch, aber wir wissen nicht wie. Also wir wissen schon wie, aber wir wissen nicht, was wir machen müssen. Vielleicht in der Frisbee aufladen? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt halte ich die Idee für total bescheuert. Okay. Grüße, Genosse. Och, halt aufs Maul. So. Uch, ich wollte schon immer mal Covergirl sein. Die Story steht innen. Okay. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt hat... Die CD ist nämlich dumm. Ja. Okay. Grüße, Genosse. Irgendwie müssen wir dieses Foto da jetzt hinklatschen, aber ich weiß gerade nicht wie. Ich glaube, wir können es irgendwie statisch aufladen. Aber mir fällt gerade nicht ein wie. Ein roter Plastikfisch. Haben wir irgendwo Ballons oder so? Ich hab's vergessen. Okay, wir gehen mal weg. Vielleicht können wir das ja wirklich irgendwo aufladen gehen. Weil irgendwie geht das bestimmt. Ballons, was gibt denn noch? Wir haben keine Ballons. Vielleicht da drinne? Ballons. Ach, wir könnten es vielleicht auf der Müllhalde aufladen gehen. Aber das ist jetzt ziemlich weit. Molly! Ja, Molly ist immer noch nicht da. Lange Mittagspause, ich wünschte, ich hätte ihre Arbeitszeiten. Molly! Okay, dann gehen wir halt mal beichten. Gibt zwar keinen Grund, aber wir können es trotzdem tun. Hier ist nichts. Ja, genau. Nimm den Beichtstuhl, ja. Nein, geh beichten. Grüße, Bürger. Möchten Sie ein Geständnis ablegen? Yep. Bitte gestehen Sie nach dem Piepton. Hey, war nur ein Scherz. Ich bin der gesuchte Flüchtling Floyd und ich stelle mich nicht. Edgy Badge. Eben gerade habe ich auf ein Konzernsymbol gespuckt. Mit Absicht. Also, ich arbeite jetzt für die Freiheitskämpfer und ich weiß alles über dich und deine Tricks, mit denen du die Bürger unterdrückst. Und ich finde das echt nicht gut. Bald befreien wir die Genossen und dann werden wir etwas tun, was dir gar nicht besonders gefallen wird. Das kann ich dir sagen. Ihre Beichte wurde aufgenommen und wird baldmöglichst von Omnibrain persönlich ausgewertet werden. Danke, Bürger. Einen schönen Orbit noch. Okay.
Grüße, Genosse. Das gemacht haben, ich weiß gerade nicht wieso, aber wer braucht schon Gründe? Es zeigt einen Sonnenuntergang. Ach Mann, ich bin am Überlegen. Irgendwo mit kann man doch sicherlich. Ein roter Plastikfisch. Ja, super. Das hast du gut erkannt. Irgendwie kann man doch sicherlich. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Kennt ihr das, wenn ihr mitten im Satz einfach vergesst, was ihr sagen wollt? Das passiert mir irgendwie jedes Mal. Okay, okay, vielleicht hat der Pillenladen auf. Nö, natürlich nicht. Ah, wir gehen einfach mal anrufen. Wir rufen mal den Typen Grüße, an, Genosse. Der vor dem Ministerium steht. Wenn wir die Handynummer finden. Da, des Kopfgeldjägers. Mit der Mikrofonzelle. Hallo! Hallo? Ich rufe wegen dieses Typen an, den du suchst. Aha! Ich habe ihn noch nicht gefunden. Du verschwendest meine Zeit, Bürger! Ein Orbit! Ja, cooler Anruf. Wie Vertreter von, weiß ich nicht, irgendwelchen Werbeagenturen. Sie haben gewonnen. Okay, Leute, wir machen einen kleinen Schnitt und wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Moment, ich mache hier einen Schnitt. Grüße, Genosse. Genau, hier. Also bis gleich. Tschüssi.